Los geht's mit Folge 1 Podcast bei Eddie Pallas TV. Und ja, wie ihr schon unschwer erkennen könnt, geht es heute um unter anderem Pepsi, Coca-Cola, Lipton Ice-Tea, Sprite. Ja, es geht um den Süßungsmittelwahn bei Getränkeherstellern. Es fing alles stillheimlich an mit Pepsi, dass sie still und heimlich Stevioglycosid in die 7-Up getan haben und die 7-Up um ja, einen Teil vom Zuckergehalt auf jeden Fall runtergegangen sind. Welcher genau, kann man jetzt leider momentan nicht mehr nachlesen. Ich habe da nichts zu gefunden. Wer es weiß, kann es ja natürlich nochmal in die Kommentare schreiben. Auf jeden Fall, damit fing das übel an. Irgendwann fing dann Coca-Cola an, ich glaube, es war so 2019, 2020, auf einmal die Cherry Coke und auch die Vanille Coke aus dem Sortiment zu nehmen und nur noch in Zero anzubieten. Sie haben aber wegen einem riesen Shitstorm letzten Endes nachgegeben und ja, die Cherry Coke und die Vanilla Coke wieder zurückgebracht. Es ist allerdings dann auch der Zucker in der Sprite über Jahre hinweg schon immer mehr runter reduziert worden. Hier wurden allerdings keine Süßungsmittel hinzugefügt. Dafür gab es dann vermehrt immer mehr Zero-Getränke von Coca-Cola. So dass es zum Beispiel, wenn neue Fanta-Sorten oder so rauskommen, die auch nur noch ohne Zucker rauskommen und es eigentlich nur noch die einzigste Version von Fanta in Deutschland gibt, die Fanta Orange mit Zucker. Die Sprite schmeckt auch nicht mehr wirklich. Also wenn man noch Sprite trinken will, dann sollte man nach Polen fahren. Da hat man auf jeden Fall noch eine richtig geile Sprite. Habe ich dort getrunken, schmeckt immer noch richtig, richtig geil. Also ich finde, die deutsche Sprite kann man absolut nicht mehr trinken. Und ja, die 7-Up von Pepsi, die kann man auch nicht mehr trinken. Mit diesem ekelhaft lakritzartigen Stevioglycosid, das ist einfach nur widerlich. Und das war auch noch eine mega dreiste Aktion, die dann kam von Pepsi-Cola. Nämlich hat Pepsi-Cola vor 3 Jahren den Zuckergehalt gesenkt und still und heimlich Süßungsmittel hinzugefügt. Und zwar die Süßungsmittel Aspartam und Asulfam. Hier könnt ihr noch unschwer erkennen, ich blende es mal eben ein. Hier seht ihr 43 Kalorien auf 100 Milliliter. Ich blende die neue Dose ein. 28 Kalorien nur noch auf 100 Milliliter. Und halt verstreckt mit Süßungsmitteln. Ich als leidenschaftlicher Pepsi-Trinker habe damals mir eine Pepsi gekauft und trinke und merke auf einmal, was ist hier falsch? Ich habe schon was getrunken, ich denke, irgendwie schmeckt die nicht. Auf einmal, ich merke, ich kriege Schluck auf, mein Magen, das wird ganz komisch. Und ich kann, wie gesagt, ich kann keine Süßungsmittel ab und deswegen, das war so dreist. Die haben es einfach still und heimlich verändert. Die haben nicht neue Rezeptur vorne raufgeschrieben, nichts. Die haben einfach die Inhaltsangaben hinten verändert. Deswegen muss man immer darauf achten, wenn man sein Getränk kauft, ob das noch die gleichen Zutaten sind. Ja, dreisterweise wurde jetzt Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres, ich habe es jetzt Anfang des Jahres gesehen, der Zuckergehalt nochmal gesenkt. Und wir befinden uns mittlerweile bei 18 Kalorien pro 100 Milliliter. Das ist auf jeden Fall über 50% Zuckerreduzierung. Die Pepsi schmeckt auch absolut nicht mehr. Man kann im Ausland zwischendurch nochmal, wenn man Glück hat, nochmal die ein oder andere Dose erwischen. So hatte ich jetzt zum Beispiel, wo ich in Polen war, Silvester, hatte ich da auch noch ein paar Dosen der Originalrezeptur ergattern können. In Polen sind sie nämlich erst ein bisschen später jetzt auf die 28 Kalorien runtergegangen. Und ja, aber das wird jetzt nach und nach wohl in ganz Europa so sein. Pepsi hat sich dazu entschieden. Nestea ebenfalls. Nestea hat früher sehr, sehr gut geschmeckt und jetzt wurde er aus dem Sortiment genommen. Und zwar, weil er einfach nicht mehr schmeckt. Man konnte ihn einfach nicht mehr trinken. Und ja, Lipton schmeckt jetzt auch total widerlich, kann man auch nicht mehr trinken. Es gibt viele Getränke, die man jetzt einfach nicht mehr trinken kann. Ja, Alternative, Coca-Cola ist immer noch die gleiche Rezeptur. Ich hoffe, das wird sich auch nicht ändern. Ansonsten gibt es noch Afri-Cola. Und wer eine gute Alternative haben will zur Pepsi, dem kann ich auf jeden Fall die Lombi-Cola empfehlen. Die gibt es zurzeit auch, habe ich gesehen, bei Rewe für 50 Cent in einer Dose. Also pro Dose 50 Cent. Die schmeckt auf jeden Fall sehr nice. Die hat so diesen alten
ja, diesen Oldschool Pepsi-Geschmack auf jeden Fall noch und noch so ein bisschen so diesen Wassereis-Geschmack, so wie Calippo-Cola. Also das ist auf jeden Fall ein sehr guter, fruchtiger Geschmack. Es kommt ähnlich, sehr ähnlich, finde ich, an die Pepsi mit der alten Rezeptur auf jeden Fall dran. Die neue, die kann man einfach nicht mehr trinken. Es ist ein absoluter Süßungsmittelwahn auf dem Vormarsch, Leute. Es kann noch viele Getränke betreffen. Also achtet auf jeden Fall beim Getränkekauf immer darauf, ob diese Süßungsmittel enthalten sind oder nicht. Wenn es euch stört, falls ihr sie nicht abkönnt, falls ihr es absolut nicht mögt. Ich mag auch diesen Nachgeschmack nicht. Das schmeckt, wenn man das getrunken hat, als würde man auf so einer Süßstofftablette nuckeln oder so einen Schluck aus so einer Süßstoffflasche nehmen. Es ist meiner Meinung nach einfach widerlich. Es gibt Leute, die mögen lieber sogar Zero, die trinken das lieber. Es ist noch nicht mal gesünder. Man hat nachgewiesen, also es wurde schon nachgewiesen, dass Süßungsmittel ebenfalls nicht gesund sind und in großen Mengen sogar krebserregend sein können. Also Leute, es ist keine gute Alternative. Sollte es irgendwann wirklich dazu kommen, dass es keine normalen zuckerhaltigen Getränke mehr gibt, die schmecken würden, dann würde ich tatsächlich eher zu Tee oder Wasser greifen. Also das ist für mich definitiv keine Option, sowas zu trinken. Und es ist auch ganz komisch, denn Rockstar Energy gehört zum Beispiel zu Pepsi, da machen sie es nicht. Es ist eine ganz komische Sache. Das sehr leckere Getränk Pepsi so zu verunstalten, finde ich persönlich ein sehr, sehr schlechter Schachzug, denn es schmeckt ganz einfach nicht. Und ja, es ärgert einen auch, es kommen so Sachen wie What's the Fanta oder Coca-Cola Movement und das immer Zero, Zero, Zero. Also warum kann man das nicht für beide Parteien, sage ich mal, zur Verfügung stellen? Einmal mit Zucker, einmal ohne. Die Leute sollten selber entscheiden können, ob sie mit oder ohne Zucker trinken. Klar, es ist nicht gesund mit so viel Zucker, aber es ist auch nicht gesund mit diesen ganzen Süßungsmitteln. Es ist beides nicht gesund. Also lasst die Leute doch entscheiden, ob sie Süßungsmittel oder zuckerhaltige Getränke zu sich nehmen wollen. Also ich finde das ganze Thema irgendwie echt bescheuert. Ihr könnt es ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Also ich finde es auf jeden Fall schade. Und ich finde es auch nicht in Ordnung, Leuten sowas aufzuzwingen. Ne? Also diesen Süßungsmittelwahn den anderen Menschen, die sowas halt nicht trinken wollen, aufzuzwingen und die Rezepturen still und heimlich zu ändern, ohne noch drauf zu schreiben, neue Rezeptur. Denn es gibt, wie gesagt, auch Leute, die eine Unverträglichkeit zum Beispiel gegen Aspartam haben, wie ich. Sowas darf eigentlich nicht passieren, meiner Meinung nach. Wenn eine Rezeptur so extrem verändert wird, dann muss es meiner Meinung nach auf jeden Fall auch vorne auf der Dose oder auf der Flasche groß draufstehen. Das ist meine Meinung und ich halte von diesem ganzen Süßungsmittelwahn definitiv nichts. Auch bei solchen Hypes wie jetzt zum Beispiel Gönnergy, was es ja nur in Zero gibt, oder auch diese Prime-Getränke, die auch so ähnlich wie bei Pepsi halt halb-halb sind mit etwas Zucker und etwas Süßungsmitteln. Bei diesen Getränk-Hypes werde ich definitiv nicht mitmachen, ihnen auch keine Chance geben und sie definitiv nicht probieren. Ja, Freunde, wie ist eure Meinung dazu? Schreibt es in die Kommentare, lasst einen Daumen nach oben da. Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr den Kanal abonnieren. Und folgt mir auch bei Insta, um nicht zu verpassen, @edipalasttv zusammengeschrieben. Als nächste Podcast-Folge habt ihr euch dann gewünscht, ein Video zu aktuellen Fashion-Trends. Wird auf jeden Fall kommen. Wir sehen uns. Ich bin raus. Euer Edipalas.